Moin, Eddie. Servus, Daniel. Da sind wir wieder und wollen uns die fünfte und entscheidende Serie des großen Rocket-Finals des letzten Jahres anschauen. Martin steht auch schon in den Startlöchern, aber bevor wir dazu kommen, weil es ja ziemlich genau ein Jahr her ist, bedeutet das, morgen steigt die nächste Rocket-Party, das große Finale der aktuellen Saison. Wir sind beide qualifiziert. Wie bist du vorbereitet? Wie ist die Stimmung? Ja, die Stimmung ist noch relativ entspannt. Wir hatten hier gestern im Frankenland tatsächlich so ein Wertungsturnier. Das habe ich noch nie mitgespielt. Das war das erste Mal, so ein Drei-Serien-Preis gab. Die Karte lief hervorragend, muss man sagen. Also, wenn das sich morgen fortsetzt, was da gestern passiert ist, dann sieht es wieder ganz gut aus. Aber ja, die Karte hat kein Gedächtnis, sagt der Daniel immer. Von daher schauen wir mal, wie es morgen wird. Morgen, kurz bevor es losgeht, wird es wieder ein bisschen kribbelig werden so, und dann wird Rosita ja um 18 Uhr die Karte freigeben fürs Rocket-Finale 2023. Ja, und dann geht es eben wieder ran an die Buletten. Letztes Jahr warst du sehr erfolgreich, was wir vielleicht sehen, wenn wir am Ende mal aufs Ergebnis schauen. Bei mir fehlt der ganz große Wurf noch, also mal ein Platz auf dem Treppchen oder zumindest in der Nähe. Könnt ihr mir gut mal in die Biografie passen, aber das wird natürlich morgen dann die Karten entscheiden. Und ja, so gesehen würde ich sagen, starten wir hier rein. Martin hat hier eine Mikrosekunde zu spät den Aufnahmeknopf gedrückt. Das heißt, der erste Stich der ersten Partie ist hier schon gespielt. Hinterhand spielt Herz ohne Gegenreizung, hat hier gerade Kreuz Lusche abgeworfen. Und naja, Martin hat vier Trumpf dagegen. Ich fahre mal ab den Steifen. Er wird jetzt wahrscheinlich auf Kreuz drehen. Ja, hat er gemacht. Erstmal gucken, ob es Jetzt der. versuchen wir herauszufinden, wie viel Trümpfer das ist. Und sechs Trümpfer. Nach Kreuz König wissen wir wahrscheinlich Ass 10 Lusche in Kreuz. Und wahrscheinlich auch noch. Oder Ass 10 Doppel, Ass 10 Dame Lusche sogar in Kreuz und 6 Atu. Auf jeden Fall, ja, oder eben noch Pik Ass dabei, weil eine blanke Pik Lusche hätte er natürlich auch abgetragen, sonst statt unter Kreuz Ja. Ass 10 Lusche abzuwerfen. Ja. Ui, Oh, vier jetzt. Augen, kein König waren zu finden. Das ist schon mal ein guter Start. Gut gefunden. Ja, Weg, weg. dafür steht er zu gut, um den jetzt zu nehmen. Also ich denke mal, Martin wird Tisch 3, Tisch 4 vielleicht sitzen. Mit einem sehr guten Ergebnis kann er auf jeden Fall noch aufs Treppchen kommen. Ja. Und da ist der Kreuzjunge im Skat. Oh, das wird jetzt auch ein schöner Start. Frage ist nur, Gang mit Zweien Schneider oder Gang mit Zweien? 72 oder 96? Er wird jetzt hoffentlich Pik 9 spielen, ja. Pik Dame hätte er auch spielen können. Pik Und jetzt König, hat er, aber ja, hätte auch spielen können. aber jedenfalls der Unterzug. Er hätte sogar Pik König spielen können, ne? Ja. Ja. Gang mit Zweien, Schneider, 146 Punkte. Sehr schöner Start. Das wird ihm gefallen, erstmal die Hausnummer zu bekommen, denn bei knapp 3200 Punkten, die er liegen hatte, ich denke mal so ab 3400, 500, 600 wird er auf jeden Fall schon im vierstelligen Preisgeldbereich unterwegs sein. Das weiß er natürlich auch. Und ja, da ist ja nichts ärgerlicher, als wenn du jetzt hier erstmal rundenlang auf gar keinen Punkten sitzt. Aber er hat gleich das gute Spiel gemacht. Beruhigend. So, wieder 4 Atu, wieder kommt eine rote Lusche raus, wieder übernimmt Martin mit der 9. Ich glaube, er hat eben auch schon angesagt, hat ihn fast Déjà-vu zum ersten Spiel. Ne? Kann sein, dass Spieler 2 wieder unterm Ass ausgespielt hat, aber trotzdem natürlich keinen Grund, hier mit der 10 zu laufen. Zu groß die Chance oder Gefahr, dass er dennoch auch mal wieder blank ist. Ne? Bei Spiel 1 haben wir ja nicht gesehen, wie schnell ausgespielt wurde, weil es ein bisschen gehangen hat, aber jetzt kam die Herzlusche doch sehr schnell. Er wird den König gedrückt haben, der Alleinspieler. Oder geblufft. Auf jeden Oder Fall, geblufft. nach diesem Stich und den drei Resttrümpfen bei Martin ist hier wohl die Messe schon gelesen. Kein Trumpf vollen beim Alleinspieler, also vier voll haben sie jetzt schon. 42 haben sie schon, ne? Ja. Und noch ein paar Reststiche. Oh, Ui. Partner hat noch mehr 49. Trumpf. 59. Eieiei, guck dir das an, ohne 7.
Halle. Ja, gut, wenn man jetzt rückwärts geht nochmal, hat er gedacht, Mittelhand hat wieder gepasst, vielleicht liegen wieder vier Augen kein König, diesmal lag halt nichts. Das Teures kann man Spiel wohl ist so die. sehen. Pik 10 immerhin noch gedrückt. Also er hat vier volle, wenn er, also drei Asse, die 10 im Keller. Aber da hätte es natürlich auch noch ein bisschen besser laufen müssen, insbesondere in Herz. Ja. Ja, das wäre jetzt tatsächlich für mich auch ein Fall gewesen, wo ich wirklich drüber nachgedacht hätte, vielleicht doch lieber Null wegzuwerfen. Ich weiß nicht, wie viel Equity das Spiel jetzt nach der Aufnahme noch wirklich hat. Ass Bella ein Herz, dann hat er Karo Ass 10 auch nicht geschlossen, dann hat er irgendwie drei Trümpfe, Pik 10 hat er gedrückt. Naja, alles ist möglich, aber ja. Spieler 1 wollte wohl auch noch ganz vorne angreifen. Das kann er sich wahrscheinlich nach dem Start, muss er vielleicht die Ziele neu justieren, sagen wir es mal so. Ja, zumal jetzt 192 hat das Spiel gekostet, ne? Der Null hätte jetzt 46 gekostet. 150 Punkte knapp beim Rocket nachher zum Schluss. Das kann schon ein paar tausend Euro Differenz sein. Ne? Ja, das sind wohl wahre und weise Worte, die natürlich umso gelassener ausgesprochen werden können, als Wenn man man nicht beteiligt wenn ist, man genau. nicht beteiligt ist. So, Martin entscheidet sich für einen Ass. Oh. Ich hätte gedacht, er legt jetzt konsequent Pik 7 rein, aber. Gut, jetzt hat er da die beiden Kreuzchen hochgespielt, aber es ging hier nur ums Schneider. Das Spiel war ja Ja. sowieso zu stark. Wenn das andere Ass trifft, kommen sie halt raus. Darauf wird er keine 18 sagen, denke ich. Macht er auch nicht. Mittelhand scheint auch ziemlich tight zu sein. Also der bis jetzt, gut, keine Ahnung, wie viel. Oh. Das Ei, ei, ei. zweite Mal. Jetzt hätte er Das tut tatsächlich ihm, wieder mal einen Würfel reingehabt. da sieht man richtig den Schmerz gerade in Martins Gesicht, ne, wenn man reinguckt. Aber ich meine, er hat halt keine 18. In Vorhand bei Weg-Weg hätte er sich vielleicht überlegen können, aber auch hätte ich wahrscheinlich auch Selbst nicht gemacht. Also von da wäre daher, es noch fragwürdig, ne? Weil. ja, sehr fragwürdig, definitiv. Nein, es ist ja vor allen Dingen so, wir haben ja jetzt alle Serien gesehen und auch wenn er ab und an dann schon mal ein Gas gibt, im Prinzip diese komplett wehrlosen Dinger, da hält er sich schön raus, auch die sehr teuer sind. Deswegen wäre das sehr erstaunlich, wenn er jetzt gerade, wo eigentlich alles so läuft, wie er sich das vorgestellt hat, wo von den Punkten gut dabei ist, wenn er jetzt plötzlich da seine Strategie noch ändern würde und ein hohes Risiko eingeht, das wäre schon überraschend. Ja. So, den Ansatz wird er reizen. Ich hasse ja die Aber Spiele ohne Trumpfvolle. ja, und ja auch ohne Kreuzbube. Und also Ja, gut, ja, zwei Asse ja. dabei, aber wie hoch denkst du denn, wird er ihn reizen? Oder ich meine, Ich komm. würde sagen, er wird den Null halten. Vielleicht hat er ihn ja schon vorher. Jetzt wird er Oh, rauskommen. er hält die 24. Jetzt wird es aber auch ein bisschen. Also er surft hier wieder, also hier ist er wieder mit einem heißen Ritt unterwegs, würde ich mal sagen, ne? Ja, er braucht mindestens eine gute. Ja, ich meine Trumpf Ich Ass oder meine, 10 und schon hat er ein tolles Spiel, ne? Aber ja. wenn er Kreuz 9 findet, hat er immer noch nicht gewonnen. Also. Eine Kreuz 9 ist ohne die Trumpfvollen dann irgendwie ein bisschen dürr noch, ne? Hey. Eieiei, Bei Kreuz wie Karo. viel hat er den eingekauft? Bei 27. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt passiert. Gut, der Grang ist ja ohne Alternative, weil der Kreuz ohne Volles einfach als Schneideroption nicht funktionieren wird. Er muss den Grang spielen und Kreuz starten, ne? Wie schätzt du die Chance von dem Spiel ein gegen die Reizung aus Mittelhand? Sehr gering. Sehr gering. Noch geringer. Jetzt. Kreuz 10 links und Kreuz Ass rechts und dann Herz Lusche, wo wir mit Herz König draufgehen oder so und dann Spiel bleiben. Das Also einfach wäre. von der Geschwindigkeit, wie die Karten fielen, war jetzt mein Gefühl, Kreuz Ass steht links blank und rechts hat noch Ja, ja, die ja. 10, Ich ne? habe ja nur den Fall gesagt, wie er hätte idealerweise sein müssen. So.
Jetzt wirft er ab, ja. Also natürlich, links hat er auch Karo gereizt, keine große Überraschung, der hat Karo Ass 10, Karte ist geklärt oder verraten, wie auch immer, 21, er hat natürlich dieses kleine Tempoproblemchen, ne, im Zweifel. Ich Tja, spiele wenn jetzt rechts die Kreuz 10 hat, was wir glauben, dann wäre jetzt natürlich auch eine Variante, auf verteilte Bauern zu gehen und dann Kreuz raus, ne? Also wenn die Bauern jetzt nicht verteilt sind, Daniel, und man spielt jetzt Kreuz 8 und die Bauern stehen da zu zweit, dann fliegt ja jetzt noch eventuell eine blanke 10 raus. Also eigentlich muss man ja fast drauf spielen, dass die Bauern jetzt verteilt sitzen, oder? Ich würde es auch sagen. Was ist denn jetzt passiert? Guck dir das mal an. Hi. Ich Auf jeden Fall hat offensichtlich der linke Spieler gedacht, dass jetzt der Bauer kommt und hatte etwas voreilig schon auf Pik Bube geklickt, denke ich mal, weil. So, wenn es vorher 21, dann sind es jetzt 33, ja, dann ist das Spiel ja gewonnen. Ah nee, Karo Bauer ist immer noch unterwegs. Karo Bauer Karo ist noch unterwegs, Bauer ist den wollen noch wir nicht unterwegs. vergessen, aber jetzt sieht es, glaube ich. So, und jetzt rechnet er sich natürlich die Karte aus, das ist klar. Der Rechte hat Kreuz 10 Lusche, Karo Bauer, hat einen Karo gehabt, sind vier, hat offensichtlich wahrscheinlich, hoffentlich für den Martin, also Mittelhand hat ja offensichtlich Karo Hand gereizt, ne? Da können wir, so können wir auch anfangen. Er hatte, wie viele Karos hatten wir gedrückt? Einen, ne? Wir haben ein Karo gedrückt und Pik Dame, ja. Ja, der hatte also Ass 10 zu 5, Pik Bauer, Kreuz Ass. Und jetzt könnte er auf einem Pik stehen und Herz 10 bestellt, wenn rechts jetzt gerade den zweiten Herz abgeworfen, also rechts hat den zweiten Herz abgeworfen, aber ist es der letzte? Wenn es der letzte ist, hat er noch vier Pik und den Bauern. Dann darf er natürlich Herz König nicht abwerfen. Danach wäre Herz 10 Abstich. Aber andererseits bleibt sonst auch der Stich stehen. Also das Ding ist. Also ich weiß nicht, ob Also man es. jetzt nochmal, der hat Kreuz 10 Lusche, Karo Bauer hat er rechts, der hat Kreuz 10 Lusche, Karo Bauer, ein Karo sind vier, jetzt hat er entweder 3-3 oder 4-2. Wenn er 4-2 hat, er trennt ja keinen Pik, also hat er einen Pik sehr wahrscheinlich was hat er Auf einen Karo Pik? Ass hat er eben die Herzlusche fallen lassen. Jetzt lässt er die Dame fallen. Ne? Es kann Also theoretisch von Herz 10 zu 4 sein, theoretisch. Oder? dann und dann einfach bestellte Pik 10, weil sonst, wenn er in Pik nicht die 10 hätte, hätte er ja dann Pik aus dem Zwilling aufgelöst. Aber Genau, und dann es hätte ist nicht. Mittelhand aber beim Handspiel doppelt blank, 6 Atu, Ass 10 zu 5, Pik Junge, blankes Kreuz Ass und doppelt blank. Sagen wir mal so, ist nicht ausgeschlossen. Ich würde ihn trotzdem eher auf eine 10 vielleicht stellen, aber es kann sein. Wenn das so ist, muss Martin, jetzt natürlich, wenn der Rechte beide 10 hat, gewinnen wir ja sowieso, oder? Wahrscheinlich Dann schon. müssen wir Also jetzt stechen und Kreuz. er muss wohl stechen und Kreuz ziehen und dann gucken, dass er noch die Was nächste passiert, Information ja? kriegt. Denn wenn er nur noch einen Stich abgibt, dann ist ja nichts los. Wenn er noch mehr Stiche abgibt, Ja. also den Herzkönig und den Bauern, dann muss er ein bisschen chinchen, dass er irgendwie, ja, dann hat er vielleicht hat er schon gar keine Siegstellung mehr, aber. Wir gucken mal, was jetzt passiert. Da fliegt Herz 7, ja, das ist doch gut, dann ist er Herz 10 jetzt Jetzt blank. ist Herz 10 rechts doch blank. Jetzt ist Und gewonnen. dann wird er noch Pik König zu dritt haben und dann hat er Link oder Pik Dame zu dritt und dann hat der andere. Jetzt müsste er Pik 10 laden. Aber es reicht ja nicht, sie hatten erst 34. Hat er Ja, gemacht. Ja, jetzt, ich glaube, sie haben 57 der hatte jetzt. 34, richtig. Ja, er hat der Boah, Herz ey. Dame zu dritt und Pik König zu dritt, Dings zu dritt, Pik König zu dritt, genau. Das war jetzt aber ganz schöne Suppe. Also hat ihm natürlich der Mittellandspieler mindestens super leicht gemacht. Ich meine, Bauern waren verteilt, aber dass der da die Kreuz. Also, dass du sowas jetzt in der Finalserie beim Turnier an einem der vorderen Tische siehst, wo es um Ist fünfstellige eigentlich, Preisgelder geht, ist eigentlich irre, oder? ist eigentlich sehr traurig, dass sowas, man das jetzt auch noch sieht, aber. Spieler 1 wird wahrscheinlich noch sich ganz schön über, gut, der ist jetzt schon 3, 4 Spiele her, danach hat er keinen mehr bekommen, noch immer über sein ohne 7-Ding da oder was das war, ärgern. Und etwas zu voreilig, da sieht man einfach mal, Geduld haben ist sinnvoller, ne?
Das Online-Spiel verleitet, Live wäre das nicht passiert, natürlich, klar. verleitet da ein bisschen dazu. Das ist wahrscheinlich mit der häufigste Fehler. Zu schnell spielen, klicken beim Online-Skat. Aber naja, in diesem Setting jetzt kann man sich ja diesen Moment der Geduld und des Also ich denke Nachdenkens schon mal, geben, ne? dieser Bube, dieser Piet Bube wird Martin ein paar tausend Euro gebracht haben. Wenn wir davon ausgehen, dass er das Spiel sonst verliert, da habe ich jetzt nicht durchgezählt. Herz 10 stand dritt vor ihm. Ja, es passt. Das Spiel läuft natürlich jetzt komplett anders ansonsten. Er kommt erstmal in Mittelland, wird wahrscheinlich in seinen, entweder in seinen Pik Ass eingespielt. Ne? Ja, schwer zu sagen. Wahrscheinlich hat das deutlich schwerer als jetzt. Ja, deutlich schwerer hat das, ja. Und jetzt kriegt er gerade. Kriegt er gerade wieder 40. Also Komplett es. unverhofft sind die irgendwie hergekommen, diese 40, ja. Also ich habe das Gefühl, ich hatte in 1, 2, 3 von den geschauten Serien immer schon, das ging mit der ersten Serie los, das Gefühl, dass er einfach sehr dankbare Tische in dem Moment hat. Ne? Natürlich trifft er gute Entscheidungen. Beim Reizen hat er irgendwie den Riecher bisher immer gehabt, ein Stück weit, aber. Sie machen es ihm auch wirklich teilweise extrem leicht. Also sehr viele glückliche Entscheidungen habe ich schon gesehen, ne? Ja. Glückliche Setups. So, jetzt. Pik rausgenommen. Gut, eigentlich kann der Abwurf ja nur im Schneidersinne gewesen sein, wenn da 21 unterwegs sind. Ja, Daher. aber 18 hatten sie schon liegen, ne? Achso, der wollte seine Karten nicht zeigen. Siehst du, das war das Problem. Der hatte schon seit 6 Stichen Rest, aber wollte ganz sauber runterspielen. So, ein sehr schöner Ansatz jetzt für Martin, weil hopp, wieder zwei Nieten gefunden. Das waren jetzt zwei Nieten, genau. Er wird Das ist. 14 drücken und Kreuz spielen. Du tendierst auch manchmal 8 zu drücken und Kreuz zu spielen. Ja, weil ja einfach dann die realistische Chance ist, da auch noch einen Stich zu machen. Und üblicherweise geht das Spiel ja so wie. Wobei in dem Fall muss man natürlich sagen, 28, 15 und 14 ist eigentlich klarer gerechnet. Ansonsten kann ja auf der Pik Lusche auch mal dann 21 fallen. Das heißt, in dem Spot spricht schon einiges für die 14, ne? Wollte ich gerade sagen, Pik König bestellt kann auch durchaus nur einen Stich abgeben, ne? Ab und an. Ja, aber vor allen Dingen eben diese Rechnung, Ja, drei Stiche. 28, 15, 14, ja, 57, richtig. Wie schlägst du ihn auf? Ja, das ist eine gute Frage. Kann sogar mal über Fehl loslaufen, ne? Wahrscheinlich Kreuz Bube auf jeden Fall, doch. Ich überlege mir nach dem ersten Stich, ob ich dann Herz 7 spiele vielleicht. Um nicht gleich die 7 Trumpf zu verraten. Herzbube, ui. Das ist Das ist ungewöhnlich. Der ungewöhnlich. Bauernkonstellation ist das an sich was, was ich immer sage, macht das nicht. Der Bluff bringt meistens nichts oder ihr ändert nichts. Es kann aber halt gegen einen blank stehenden Pikbuben. Es ist natürlich eine Katastrophe oder auch gegen eine blank stehende Trumpf 10 wäre es unschön. Ne? Ja. In den 2-2-Trumpfverteilungen macht es gar keinen Unterschied üblicherweise. Okay. Sehr ungewöhnlich dazu. Sehr ungewöhnlich. 14. Den sticht er jetzt? Okay, also, ja, okay, klar, wo er Kreuz, Herz 10 unten hat, ist Abwurf sicher nicht. Aber also erstmal finde ich, hätte man sicherheitshalber vielleicht mit Kreuz 7, aber gut, das ändert nichts. Das hätte aber noch weniger verraten irgendwie. Und dann Herz 7, Herz 7, weil ich ja. meine, wenn man Karo nicht hat, muss man ja was anderes haben. Oh, Pik Bube ist tatsächlich blank. Pik Jetzt wird Bube war er. blank und es fällt jetzt der Pik raus. Also den hat er also bisher jetzt gar Bis nicht schön getroffen, ne? jetzt ist alles suboptimal gelaufen, Wenn ja? jetzt ein Herz auf 29 oder 28 rausgenommen wird und Pik jetzt tatsächlich der zweite volle beschmiert werden kann, es kann ja auch jetzt, wenn er selbst wenn der Pik rausgeht, kann er ja nochmal mit Trumpf zurückgespielt werden. Dann fliegt auch noch ein dritter Pik raus. Dann kann er sogar gegen Pik Ass 10 blank jetzt das Ding verbasteln, ne? Also, dann hätte er es womöglich jetzt schon verbastelt. Denn jetzt kann er ja nicht mehr viel ändern. Naja, aber nachdem er jetzt Karo gestochen hat,
ist ja sehr wahrscheinlich, dass jetzt oh Guck mal, Gott, das ist das noch 17. schneller geworden, das Ding? Viel Nee, hat nicht aber gefehlt. ich glaube 33 oder irgendwie so. Also Ja. passt ins Bild. Sie machen es ihm wirklich nicht schwer. Ja, man kann doch hier eigentlich sagen, er hat eigentlich das Tor schon ein bisschen weiter aufgemacht, als das vernünftig wäre, aber ist gut damit gefahren. Ja, ich meine, ich denke, vielleicht ist es auch wirklich ganz einfach so, dass es ganz gut anzusehen ist, dass auch Martin vielleicht minimal nervös ist. Nicht nur, weil er streamt und hin und her, sondern weil er halt weiß, er steht ganz gut und es ist die letzte Liste. Und weil ich glaube nicht, dass er jemals mit der Karte Herzbube vorher ausgespielt hat. Also ich kenne ihn ja auch schon seit ein paar Jahren. Aber gut, anyway. Das war ihm jetzt 18 wert, aber auch nur 18, die drei oberen Damen. Ja, er steht ja gut auf 400 bei Spiel 12. Ich glaube, er rechnet gerade mal durch. Da ist er schon bei 3600. Also jetzt ist er auf jeden Fall unter den Top 10, würde ich mal schon mal sagen. Ne? Ich meine, man kann auch noch mal rückwärts marschieren, aber ich glaube genau das. Also, naja, gut. Das ist immer, nach oben raus muss er natürlich, wenn er ganz oben angreifen will, muss natürlich auch noch was kommen. Mal gucken, es bleibt spannend. Warte mal, was ist da gerade passiert? Warum hat denn der jetzt mit Karo Buben gestoppt? Ist da nicht noch ein Trumpf Da ist voller doch noch ein jetzt? Trumpf voller draußen, oder nicht? Und Herz 10, was ist das denn jetzt gewesen? Martin guckt auch sparsam. Ich habe jetzt Eieieiei. nicht genau gezählt, natürlich. Es ist knapp, aber ich glaube, andersrum muss es ja gereicht Ja, na haben. klar, hätte es andersrum gereicht. Die haben ja jetzt 20 Augen liegen gelassen durch diesen Abstich. Der kann ja Herz 10 laden und danach kriegen sie noch Trumpf 10 mit Herz Ass von. Ja, der macht nur noch einen Vier-Augen-Stich, ne? Der macht Karo Ja, Bauer, ja. Bauer, Herz Bauer. Oder 7 Augenstich, Herz Dame mit Bauer und Bauer, anstatt jetzt 25 oder so. Vielleicht hat Spieler 1 gedacht, er hat Rest. Und wollte diesen Vier-Augen-Stich noch sparen, aber das ist ja wirklich, das ist schwer zu verstehen, was da passiert. Ja. Spieler 1 ist wirklich vielleicht auch nach dem ohne 7 wirklich auch ein bisschen durcheinander. Interessant, ja. Ja, das sind immer die Gründe, warum ich Kreuz Lusche ungerne ausspiele. Wenn Kreuz Dame zurückgekommen wäre jetzt, hätte Hinterhand eine berechtigte Chance gehabt, mit Kreuz König ans Spiel zu kommen, weil mit der Karte eigentlich muss er ja laufen, weil er keinen Platz für Kreuz Ass hat. Aber Wo ist der Platz für Kreuz Ass, genau? ja, Und hättest du jetzt eher in Karo oder in Pik reingegriffen, oder? Wahrscheinlich ja, nach ja. Motto erstmal irgendwas gucken. Ich meine, Wir rühren ein bisschen in der Karte um, denke ich, ne? eigentlich sowieso komplett unwahrscheinlich, dass da irgendwas gehen könnte, so Ja. symmetrisch wie der steht. Okay. Oh. Ja, aber das ist, Entschuldigung, dass ich lache, aber das ist ja, ich habe das Ding wirklich nicht gesehen, aber es ist jetzt wirklich lustig, dass, was jetzt in dieser Liste, würde man jetzt auch denken, das kann auf dem Preisgarten Tisch 17 sein, ne? Was hier, so bis jetzt passiert Auf ist. dem Schinkenpreisgartisch Auf dem 17, ne? Schinkenpreisgarten, Wo es ja. um die Salami geht, ja, und nicht um über 16.000 Euro für den ersten. Auf der anderen Seite immer gut zu sehen, dass alle aufgeregt sind. Ich will das alles mal. Guck mal, das Spiel scheint wirklich sehr merkwürdig zu sein, Das weil. ist jetzt das Zeichen, dass es nur ein Fünftrümpfer sein kann. Sonst käme jetzt nicht der Gang über Ja. Fehl. Das ist natürlich auch die Begründung, warum er zwei Kreuz dabei hat. Er hat zwei Pik gedrückt und jetzt offenbar noch Karo König. Hat nicht gesplittet. Das heißt, er muss fast Pik Bella gedrückt haben, oder? Wenn er Kreuz Dame Lusche oben hat. Sonst wäre das Übliche natürlich, links und Der rechts die Bilder Split, zu ja. drücken, der Split, genau. Aber inzwischen weiß ich natürlich auch gut, eigentlich vermutlich ist Spieler 1 nur aufgeregt, aber so ein bisschen nach dem bisherigen, was wir gesehen haben, kann der das auch sein, dass der so eine Standard-Drückvariante jetzt nicht kennt. Ich weiß es nicht genau, aber es wäre zumindest. Ja. Aber okay, Pik Dame Königs, das ist schon das, was du dem daraus ableitest. Jetzt ist ja trotzdem die Frage. Kreuz Bube hat er. Herz Bube, Martin will ihm, ja, er wollte Karo König noch sehen, aber kommen wir da noch jetzt hin?
Ich glaube nicht ganz, ne? Pik König war es nicht. Pik 10 Dame. Auf jeden Fall zwei große Pik. Ist ja eigentlich jetzt auch schon wieder ungewöhnlich, dass er bei dem Fünftrümpfer nicht Kreuz Dame 9 drückt und Pik 10 als potenziellen Stich oben hält, oder? Dann hätte Martin natürlich das optimale Aufspiel gewählt, weil er direkt enttarnt worden wäre, ne, wenn er zwei Kreuzen gedrückt hat. Wenn er jetzt im zweiten Stich einfach drauf geht, dann ist das Ding, glaube ich, Geschichte, ja. Geschichte, ne? Dann kommt Kreuz hinterher, dann trennt Hinterhand Dings. Gut, er hat natürlich immer noch die Option, dann schmerzfrei auf Trumpf 3-3 zu gehen, ne, mit zwei. Ja, wahrscheinlich wird er das sogar dann tun, Das ne? wird er dann machen müssen. Aber Ja. ob das noch reicht, dann keine Ahnung, weil wenn er hinten übersticht, ich weiß nicht, wie das Spiel läuft. Auf jeden Fall, es hätte schlechter laufen können, dieses Spiel. Definitiv. So. Martin hat wieder ein sehr seriöses Spiel. Höchste Schneidergefahr. Jawohl, da macht man sich erstmal keine Sorgen. Karo Ass sieht natürlich auch gut aus. Trumpf wird vermutlich dann glatt stehen. Ja. Okay, Herzbube oder eben auch nicht. Oder es fällt Also jetzt sagen direkt wir mal so, Kreuzbube raus. eigentlich kann der gar kein Kreuzbuben haben, weil mit Kreuz, Herz, Bube und Karo Ass hätte ich gedacht, der wird auf jeden Fall 18 halten. Gut, da sind die vier Trümpfe und Pik steht noch zu dritt. Na gut, dann sind sie halt doch gut rausgekommen. Dann sind sie gut raus, ja. Auch interessant mit einem Trumpf, dass er da seine Geschütze rausgeschossen hat. Eins seiner zwei Geschütze. Ja, also der Eddie, das ist vielleicht, ich halte hier nochmal an, also mit Geschützen meinst du jetzt hier die Vollen, das heißt, der Eintrümpfer Karo. spielt ein Karo Ass aus und es stellt sich hinterher raus, auf Trumpf muss er erstmal eine Lusche laden, weil er sich sehr stark verausgabt hatte. Also eigentlich so ein All-In-Move, ja, interessant nennst du es hier. Und er hat ja nicht mal drei Volle, er hatte nur Karo Ass 10, bei Kreuz 10 stand er drüben. Sehr Naja, Diplom, anyway, dafür hat er jetzt einen Gang bekommen. sehr diplomatisch formuliert, mein Lieber. Da erkenne ich ja schon fast meine Schule. Ja. So, ein Der Kreuzstich noch für die Gegenpartei und das war es dann, glaube ich, Schneider sogar, 28. Ja. Sowas in der Art, Guck mal, ja. Spieler mit Vieren, wunderbar. Und Spieler 1 steht noch für den Start sogar einigermaßen vernünftig, muss man sagen, ne? Ja, allerdings mit Kreuz ohne 7 verloren. Puh. So, ich glaube, da muss man, kommt Martin nicht drum rum. Also mindestens Richtung 33. Das ist in Vorhand natürlich ein Geschütz mit 20 zu kellern. Jetzt guck mal, ich übernehme sofort. Oh. Oh, ich übernehme sofort dein Meine Wortwahl, Carola. ja, das ist süß, das Hat mir ist schön. gefallen, habe ich nämlich vorher auch noch nie gehört. Das Spiel war ein Riese, hätte ich vorher Ja. gesagt. Ja. Jetzt hat er noch 2,20 im Keller. Gut. Jetzt ist aber höchste Schneidergefahr. Ja. Jawohl. Ja, also an der Stelle wieder natürlich dankbar für Passe, Passe, ohne Schwitzen, gleich top aufgenommen. Ich Ja. glaube, Martin, jetzt sind ja auch nur noch ein paar Spiele und er steht auf knapp 600. Ich glaube, er kommt langsam wirklich so ein bisschen zur Ruhe, weil du hast natürlich immer noch, es kann ja immer noch passieren, dass du da eine komplett tote Liste schiebst. Und die wünscht man sich halt gerade dann da an den vorderen Tischen natürlich nicht. Jetzt kann es ja sogar noch sein, dass er wirklich noch ganz vorne rankommt. Ja, wenn er rangekommen wäre für 18 und Pik Bube, Pik 10, dann mit zwei Schneider, dann wäre es nochmal in ganz andere Kategorien gegangen, denke ich. Ah, es sind jetzt immer noch 6 Spiele, aber mal schauen. Ja, gut, Herz 10 blank, okay. Ist das in dem Spot dein Favorit? Also, das sind, ich meine, ich weiß blank und Martins absolut, aber es gibt da wirklich mal so Konstellationen, wo es vielleicht nicht zwingend notwendig ist, das gleich zu verraten. Ne? Jetzt, wo man so eine schöne Druck. Pik Dame als Druckkarte oder was auch immer hat. Und Informationskarte auch, gut, Informationskarte ist ja 10 auch. Gut, interessanterweise hat es offenbar den Alleinspieler direkt getriggert. Der geht plötzlich. Und Herz Dame wird abgetragen. Das ist ja auch interessant. Wieso wird denn Herz Dame abgetragen und nicht Pik 10? Frage ich mich jetzt gerade. Weil Herz hat doch schon der Martin frei. Guck mal, jetzt hat er noch einen Pik.
Den hätte er sonst im Zweifel hier nicht mehr gehabt. Heieiei. Weiß nicht ganz genau, was hier Ohne sonst. vier war der? Nee, ohne ein. Ohne einen, okay, Ein ja, einfach. ich habe es gerade ein bisschen zu weit weg. Okay, nee, dann ging es jetzt nicht mehr zu lösen, ja. Jetzt ging es nicht mehr, aber Herz König ist gedrückt, deswegen wechselt er auch. Und ja, wie gesagt, dass der Partner Herz Dame abträgt auf den Karo-Stich, wo Martin offensichtlich ja mit der blanken 10 schon herzfrei ist und er deswegen in Pik jetzt noch einen extra Stich kriegt. Auch ein Stück weit fragwürdig. Jetzt, So. ja. Vor allem weiß ich auch nicht, ob das Spiel, wie das Spiel jetzt gelaufen wäre, wenn er Pik Dame oder 9 ausgespielt hätte, ob das dann alles. Uns hier mal kurz aufmerksam bleiben. Das Pik ist in auch Pik. nicht gut. Er hat jetzt hier übrigens jetzt das erste Mal komplett ganz schlecht gefunden. Und bis jetzt ist es kein guter Verlauf hier. 40 haben sie liegen. Wenn, 40 zu liegen. gut, wenn Trumpf 2-1 Es steht. droht vielleicht minimal, dass 4 Trumpf sogar stehen. Dann ist das Spiel wahrscheinlich Geschichte. Gegen 4 Trumpf hat er ja keine Chance mehr. Aber wenn es 2-1 steht, was könnte passieren? 46. Wenn jetzt noch 2 Trumpf stehen, muss er ja den Bauern abgeben. Was ist denn hier Nein. passiert? Das gibt's doch gar Nein. nicht. Den müssen wir uns gerade nochmal Och nee. angucken. 46. Wie, der sticht den jetzt, Pik Bauer ist weg und der sticht den jetzt nicht mit der Lusche, um dann noch 2 Trumpfstiche zu machen. Ja, aber selbst wenn er es jetzt so macht, weil er irgendwie den Bauern, dann kann er, muss er ja jetzt nicht. Er kann ja auf das Trumpfbild warten. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. das ist ja jetzt der Folgefehler, aber ich meine, er macht doch aber zweit, er kann ihn noch beruhigt jetzt was auch immer spielen. Irgendeine Karte. Eieieiei. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ohoho. Das waren dann mal Weißt du, was mich ehrlich. 208 Punkte Unterschied. Weißt du, was mich jetzt richtig wundert, ist, wie cool und gelassen Martin da noch sitzt. Also ich wäre wahrscheinlich einmal eine Runde um den Stuhl gelaufen und hätte gesagt, puh. So schlecht sah der ja bei 18 nicht aus, aber es steht Pik zu dritt vor ihm und die 4 Trumpf hinter ihm, also eigentlich ja. Kein, dann war mathematisch einfach völlig wehrlos platt. Das ist ja heute hier was. Also, diese Serie geht ja, also, die ist schon wirklich kurz vom Wahnsinn, muss ich sagen, Ja, die ist wirklich vom was wir hier Wahnsinn. sehen. Also, das, da hat sich der Skatgott aber auch wirklich das Beste wieder für zum Schluss aufbewahrt, ne? Aber Martins Ja. Schaden ist es nicht. Martins Nee. Schaden ist es nicht. Und Spieler 1 ist dafür, was er hier so zelebriert, liegt er hier auch noch wirklich sehr schmeichelhaft im Rennen, muss man sagen. Oh, und jetzt kriegt Martin noch mal einen Mega-Ansatz. Er findet wieder Magerkost. So, was machen wir mit der Karte? 21 drücken, Kreuz spielen, den 4-Trümpfer. Mit 21 meinst du aber Kreuz 10 mit runter, ne? Kreuz 10, Karo Ass oder Kreuz, ja. Ich bin ja eher der Freund von 20. Es ist ja selten, dass es eine Relevanz hat in dem Spot, Ja. aber trotzdem, also wahrscheinlich, ne? Den Grang wird er jetzt den Grang in Hinterhand sich trauen, mit, wahrscheinlich nicht, weil er halt Kreuz, weil in Vorhand kann man den ja genauso als Grang machen, 20 runter, Bauern 26, dann die drei Asse und in Pik das Pflichtbild, bup, 62. Aber in Hinterhand ist ja natürlich die Gefahr mit 20 runter, also mit Kreuz 10 runter, dass Kreuz Drilling aufkommt und dann schon Ja. Abwürfe sind, ne? Ja, klar. Okay. Wir vermuten, Der er wird den. überlegt ganz schön lange. Welche Also, Option? Karo wird er nicht spielen, sagen wir mal so, oder? Das Ja, ist. Karo ist vor allem auch so, wie drückt man den? Also 0 oder 10 oder. Beim Karo wird man wahrscheinlich 10 drücken, der ist auch nicht schlecht, aber dann gibt plötzlich noch ein Trumpfvolles über den Jordan und Kreuz kommt raus. Er hat ihn so gemacht wie. Ja. Pik Dame ist schon. Karo Dame war schon egal, wichtig war, dass alles läuft. Er hat gewonnen. Ich glaube, jetzt steht er auf 60 oder was, ne? Guck mal, kriegt er sogar die Chance, noch einen extra Stich zu schnappen. Oh, will er nicht. Du Was kannst mir macht. doch erzählen, was du willst. Er ist doch auf jeden Fall komplett aufgeregt. Ja, aber dass er gewonnen hat, das muss er doch wissen jetzt. Also. Ja, aber ich, ja, aber deswegen, er hätte ja einfach irgendeinen Stich mitnehmen können und wegschmeißen können. Er hatte, glaube ich, 59 oder Er hatte 60, nee, wirklich 60. 58.
Hat er 60 gehabt, liegen ja. und den alten in der Hand. Ja, oder 60. Und hätte ja einfach jetzt noch die offensichtliche Chance, noch einen weiteren Stich zu machen. Was, aber wollte er nicht, aber Also Schneider ging auf jeden Schneider Fall ging, nicht mehr. Schneider ging nicht mehr. 733. Halleluja. Jetzt noch ein richtig fettes Ding und dann ist er, dann greift er das Treppchen an. Ja. Er steht jetzt, glaube ich, auf 3.900 Punkten ziemlich genau. Das ist, er ist genau auf dem 100 pro Päckchen Paar wieder unterwegs. Wieder ein Fünftrümpfer nur. Okay. Da macht das dem Alleinspieler natürlich mit dem Trumpfabzug an der Stelle auch ein bisschen leicht an der. Ich habe nicht mitgezählt, aber die stehen irgendwie auf. Also es ist wieder knapp. Ich glaube, es waren noch wieder beide Trumpf voll bei uns. Ne? Ja, aber ich glaube, die stehen auf 32 oder so, ne? Er wird Die kriegen wahrscheinlich doch noch jetzt, die kriegen noch Karo König, Karo 10, Pik 10. Wahrscheinlich. So ist es auch. Hast du korrekt Ja. gesehen. Ja. 62 war knapp. 32 und 34 und 24. Ja. Puh. Also das Spiel wurde jetzt auch wieder sehr glücklich gewonnen, weil wenn da nicht Trumpf kommt, kommt da nicht dazu, Karo unten zu klären. Ich glaube, Vorhand hatte jetzt sogar tatsächlich Pik blank gehabt in dem Spiel. Hat es nicht geöffnet, dann wäre das Spiel, glaube ich, auch ganz anders gelaufen. Das kann Ja, sein. also wirklich eine komische Liste so im Ganzen. Hier sind doch einige komische Sachen passiert. Das ist das Salz in der Suppe. Wie gesagt, Martin ist im Moment der Nutznießer der ganzen Geschichte, der Aufgeregtheit, der Unkonzentriertheit. Und jetzt endlich muss man ja Oh, und fast da sagen, gibt es aber noch endlich einen. Spieler 2, der nun wirklich hier ziemlich blank da saß, kriegt auch nochmal den für 120, um ein bisschen Schadensbegrenzung zu betreiben. Den hätte Martin, also Martin hätte ihn be besser gebrauchen können. Sagen wir es mal so, Der aber hätte Martin besser zu Gesicht gestanden. Ja. Das wäre nochmal 3.000, 4.000 € Spiel wahrscheinlich gewesen. Aber jetzt reibt er sich nochmal die Hände. ja, eieiei, letztes Spiel, hep, Allerhep. Oh, ein Ansatz ist da, naja. aber es wird 18 gesagt. Also ich behaupte, wenn Mittelhand nicht 18 sagt, hätte Martin 18 gesagt. Ja, ich glaube, er guckt natürlich auch, weil er weiß, er hat diesen Tisch jetzt deutlich gewonnen und Spieler 1, von dem er nicht weiß, wie viel Vorsprung der hat, der kriegt das Spiel nicht. Das macht, glaube ich, jetzt auch schon einen Unterschied, ne? Wenn Spieler 1 jetzt noch ein gutes Spiel hat, dann, wie gesagt, er weiß ja auch nicht, wie der Vorsprung ist, aber über 200 wird er wohl nicht haben. Also so gesehen, Platzierung am Tisch wird er wohl die beiden anderen jetzt hinter sich lassen. Aber es ist natürlich, wenn er ganz oben ran will, dann müsste er jetzt unverzagt einfach nochmal Kreuz Bube, Pik Ass da reingreifen. Ne? Und okay, fragen wir anders. Martin geht ja auch erst. Ich lasse es hier laufen. Er guckt sich das ganz genau an. Er guckt sich den Punktestand an. Wäre das ein Ding, wo du Er jetzt nochmal. überlegt jetzt wirklich, ob er den Null rausnimmt. Würdest du es Also machen ich oder. glaube, nachdem Mittelhand 18 gesagt hat, und in Anbetracht dessen, wie dieses Turnier, wenn man das jetzt schafft, an der Stelle Revue passieren zu lassen, gelaufen ist, würde ich mir jetzt sagen, ich denke, Besser geht's nicht, ne? man kann sehr zufrieden sein und ab und zu sollte man das einfach jetzt auch mitnehmen, was man jetzt hat und nicht sich nochmal in unnötige Gefahr zu begeben. Spieler 2 ja auch hier am Tisch wahrscheinlich der mit den wenigsten Spielanteilen und der, sagen wir noch, recht unauffällig einigermaßen im Rennen liegt. Der 18 sagt gut bei 419, der hat natürlich, der kann auch mit einer Raupe 18 sagen, das ist ja klar, der hat nicht mehr so viel zu verlieren wie Martin, ne? Martin lässt ihn laufen. Das Ja. richtig gesehen hat. Martin Ja. lässt ihn laufen, auslaufen. Letzte Ehrenrunde drehen jetzt hier ganz gemütlich. Und dann gleich gucken eben, wo man gelandet ist. Wie schnell diese Pik 7 auch schon wieder aufgespielt wurde. Okay. Oh, 7 Trumpf. Dann wird wohl nichts gehen. Jetzt leuchtet Martin aus, wie Kreuzstand ist. Oder Pikstand. Alles klar, zwei Kreuz. Ne?
Es muss sogar die 10 sein. Netter. Ja. Spieler 1 hat nochmal eine Lusche beigegeben, was auch nicht wichtig war. Und was Ja. lag? Und was lag? Oh. Karo König 8, alles richtig gemacht. Der Stein plumpst unter. Ja, Daniel, ehrlich gesagt, Also wirklich interessant, so eine mit Listen. dieser Ja. Serie jetzt als Abschluss muss ich sagen, wow, Martin spielt top, aber man hat hier doch einige unpräzise Moves gesehen, man hat Nervosität vielleicht gespürt, aber er hat ja wirklich in mindestens 10 Spielen, die man auch leicht verlieren kann, wirklich auch Masse gehabt, ne? Fast schon ein bisschen mehr, als das so üblich ist, ne? Würde ich jetzt sagen. Ich meine, ich weiß, man ist nie beim Turnier vorne, wenn man nicht mal ein paar Spiele geschenkt bekommt. Ein paar Spiele laufen immer irgendwie ein bisschen glücklich, weil es verdeckte Karten sind, aber das waren ja hier teilweise stehend tote Karten, die wiederbelebt wurden und ja, auch einfach Also man durch. sagt ja immer, das Glück hat der Tüchtige und das Glück gehört dazu und hin und her, das ist auch alles so. Aber für mich war das auch gefühlt jetzt in dieser Liste. Davor hatte man schon immer so das Gefühl, ja, es läuft nicht suboptimal, um es nett zu formulieren. Vielleicht läuft es auch ganz glücklich oder ganz gut. Aber in der Serie, das lief schon sehr, 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 sehr glücklich. Alles. Ich glaube, er hat tatsächlich nur ein Spiel verloren. Und ich sage jetzt mal, ich hole einfach mal jetzt das Endergebnis vom letzten Jahr auf dem Schirm. 3, 2, 1. Wie ist es denn ausgegangen? Hier habe ich was vorbereitet. So, und der Martin, der Dive, ist Sechster geworden. 37 zu 1, 3.897 Punkte und gewinnt über 5.000 Euro Preisgeld. Das ist ganz ordentlich. Und. Daniel, ich sehe es gerade nicht. Ich weiß nicht, hast du das wirklich eingeblendet gerade? Ah, ja, tatsächlich. Ich habe das hier bei mir nur auf dem Schirm. Ja, Moment, ich okay. schiebe es mal einmal rüber, Ja. dass du es auch nochmal mitsehen kannst. So, jetzt müsste es für dich hier auch groß ins Bild kommen. Ja. Ja, wer ist denn da auf der 2? Der Ja, Eddie, der ja. VfL. Du hast ja auch Rückrufen. Da hat sich einer verirrt, ja. Aber da, guck mal, der Martin hat eins mehr gewonnen und eins weniger verloren. 36 zu 2 ist ja auch schon ein sehr, sehr starkes Spielverhältnis. Martin sogar 37 zu 1. Du hast drei mehr umgebogen. Gut, aber in der Summe. Ich hatte, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, einen einfachen Grand Ouvert tatsächlich dabei. Bestimmt nicht die schlechtesten Karten so im Ganzen. Also definitiv, sonst ist man ja nicht vorne, egal wie wenig Fehler man vielleicht gemacht hat. Ja. Gehen an der Stelle nochmal nachträglich erneut die Glückwünsche an Hollywood, VfL S Wild auf den Treppchenplätzen. Das waren die Preise, die sogar fünfstellige Gewinne geschnappt haben. Aber auch das kann man hier sehen. Preise vierstelliger Bereich bis Platz 23. Wo gibt's sowas? Deswegen freuen wir uns auf das Finale morgen. Jawohl. Danke, Eddie, und bis dahin. Danke, Daniel. Mach's gut. Ciao. Tschüss.